Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder, dem einzig wahren neuen Mario-Spiel, auf den ich so unfassbar Bock habe. Willkommen zu Roll, Roll, Rolf. Das ist schon ein bisschen schwerer als die Level vorher. Falls ihr die anderen Folgen nicht gesehen habt, schickt auf jeden Fall oben das i ab. Da ist ihr nochmal verlinkt und gönnt euch. Es war geisteskrank. Und wir starten jetzt hier rein ohne groß Gelaber. Let's go. Ihr seid neu. Oh, ich kann euch wegrollen. Oh, halt. Warte, lass mich auch Elefant werden. Die Hoffnung, dass es verschiedene Tiere gibt, ist langsam ein bisschen dahin verflogen, da wir bisher noch kein anderes Tier gesehen haben. Und auch auf der Verpackung ist tatsächlich nur Elefanten-Mario drauf. Oh, nee. Ah, man muss auf die drauf springen. Okay. So, easy. So. Bam. Nochmal ein Elefant. Das kommt in jetzt. Mit dem Elefant können wir die auch umbouncen. Okay. Lol, hier geht's einfach hoch. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Fantastisch. Ja, ich bin auch ein Profi. Wir haben schon zwei Starcoins, right? Dann zappen wir doch mal direkt hier weiter. Und kriegen nochmal. Also man kriegt sehr viele Items hier. Das Spiel ist schon eher einfach. Oh, da unten will ich bestimmt lang. Das gab ein One-Up. Ist aber auch cool. Warum nicht? Gibt es nochmal eine dieser lila Coins, deren Sinn ich noch nicht checke? Was ist das hier? Oh, lol. Alles klar. Wenn man da dreimal gegenspringt, kriegt man Stuff. Oh, wie soll ich da hochkommen? Den Koopa take ich und werfe ihn erstmal darüber, damit er mich hier nicht weiter stört. Oh doch, wir kommen da hoch. Und ich zeige euch jetzt, wie. Wir können nämlich... Ja, wir können Wandsprünge machen und mit dem Fallschirm dann unendliche Höhen erreichen. Das ist ein Glitch oder ein Impossible Jump, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Meine Frage ist, respawnen Gegner? Ja, tun sie. Okay. Denn hier drüben brauchen wir den. Für die letzte Starcoin! Woo! Oh boy, bitte überrollen sie mich nicht. Er wird nochmal ein bisschen rumgeflogen hier. Und das hier, wir haben noch keinen Wundersamen gehabt. Wenn man vom schönen Teufel spricht, dann, oh boy. Ich weiß nicht so ganz, was hier von mir... Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Die Stimme ist auf jeden Fall von Mario, ist auf jeden Fall anders. Man hört es auf jeden Fall raus. Ich finde sie nicht schlecht, aber sie ist halt ungewohnt. Ist hier schon das Ziel? Let's go. Yo, da haben wir auch schon das erste Level, guys. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr hiervon nichts mehr verpasst. Und über ein Like würde ich mich immer freuen. Dann sehe ich, dass es euch genauso gefällt wie mir. Wir starten rein mit dem nächsten Level. Let's go. Da hat sich was Neues freigeschalten. Ah, du hast also einige Wundersamen gesammelt. Die können wir bestimmt, die können ganz bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Er meint tatsächlich das hier, weil wir mittlerweile 10 haben. Aber hier gibt es doch noch so viel zu entdecken. Wo geht's hier lang? Pelzblockade. Interesting. Verschnaufspause, immer geradeaus. Ist das jetzt so ein Speed Race oder was? Let's go! Ich bin voll dabei! Das war langweilig. In diesem Laden blüht jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt wird mit Blumenkonten. Es gibt einen Shop! Belohnungsmünze. Erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Wir können Wundersamen kaufen. Was ist das? Du hältst einen zufälligen ausgewählten Aufsteller. Lass dich überraschen. Wir holen das hier. Ein Wundersamen. Wir haben genug Geld. Warum nicht? Und das hier. Was auch immer das ist. Wir bekommen... Mario-Pose. Verschnaufspause. Wundermarkenmusik. Ich liebe die Musik. Das war's? Für alle Leute, die von euch Noten lesen können, ist das korrekt. Ich weiß es nämlich nicht. Aber das war wieder kreativ, innovativ und neu. Ich mag die neuen Ideen. Das fühlt sich nicht an wie ein Generic Mario Bros. Ich find's cool. Wie furchtbar. Nur dieser gemeine Bowser ist schuld daran, dass hier ein Felsen in den Weg gefallen ist. Ich würde ihn zu gern zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte. Nimm die dir. Danke. Jetzt bin ich voll mit Kraft. Den Fels aus dem Weg zu räumen wird nicht lang dauern. Hey du, Fels, hör auf, im Weg zu sein. Wie cool. Das führt mich in eine komplett neue Overworld. Abzeichentest, Fallschirmmütze 1. Ich hab so Bock, ich hab so Bock. Oh, wir sind klein auf einmal, what? Natürlich kann ich das. Bin hier Student. Boy, gönn, danke. That was close, man. So muss das. Let's go down. Das ist ein Checkpoint, den nehme ich gerne mit. Wer weiß, was noch kommt. Eine Starcoin. Der kommt, okay. Zack. Oh, nicht ganz oben. Schade. Aber immerhin alle Starcoins. Ich bin zufrieden. Wir kriegen unseren Wundersamen und können direkt ins nächste Level steppen. Rasende Rollschuh-Koopas. Es bleibt interessant.
Ich liebe es, dass es so viele neue Ideen gibt. Hello there! Macht ihr Damage oder seid ihr gut? Das ist wie so ein kleiner Doppelsprung. Seht ihr das? Wir gehen immer so ein Stück hoch. Was ist hier? Oh! Hat sich direkt gelohnt. Ja, für die Coins. Oh, let's go. Wir sind endlich mal wieder was anderes. Gibt es eigentlich auch Eisblumen oder so? Oh, hier gibt es einen Mario-Block wieder. Okay. Ich weiß, es gibt neue Items. Ich habe obviously die Rückseite der Box gesehen. Aber ich habe da nichts von der Eisblume Propellerhead und so gesehen. Wer weiß, ob es das noch gibt. Oh, da ist wieder so ein Fliegeding, das uns den Himmel bringt. Okay. Noch vier. War es noch vier? Oh, wir müssen die... Das ist ja so... Wie kann ein Spiel so unfassbar kreativ sein? Wie kommt man da hoch? Wie ein Meister. Ich frage mich, was man mit diesen Abzeichen noch alles machen kann. Ich stelle mir unendliche Möglichkeiten vor, tatsächlich. Okay, machen wir weiter hier. Da kann man hoch. Da geht's hoch. Das sehe ich. Da oben, da ist mein geschultes Auge. Das sieht sowas. Aufwachen. Ey, das Spiel ist wirklich nice. Komm, sagt ehrlich. An die ganzen Hater da draußen. Das Game ist doch cool. Eine weitere Feuerblume. Sehr, sehr nice. Oh, wir brauchen einen Koopa. Könnten Sie, Mister, bitte? Dankeschön. Ich brauche nur ganz kurz. Ja? Für die Starcoin? Wichtig. Wir haben wieder alle drei. Ich liebe dieses Spiel. Was ist das hier? Ah, okay. Das sind die... Okay. Man kennt sie. Kann ich mich da eigentlich dran... Oh, ich muss das auch einsammeln, glaube ich. Muss ich weiter? Das schmeckt nach hier oben. Oh boy, bitte. Let's go, da haben wir alle. Wonderseed. Stimmt, ich kann ja ballern. Warum mache ich das nicht? Und da ist er. Der erste Wundersamen und der zweite ist dann das Ziel. Das heißt, es wird ab jetzt erspart. Oh lol. Diese ganzen Plattformen waren gar nicht echt. Die waren alle nur in unserem Kopf drin, weil wir zu viel Wunderblume geschnüffelt haben. Star-Theme auf jeden Fall nice. Das war's schon? Wir haben alles, also ab ins Ziel. Let's go. Und wir haben schon wieder was freigeschalten. Let's go. Verschnaufpause, Fliegräuf. Verschnaufpause, bisher waren die Level immer super stressig, wo man rennen musste oder so. Okay, get it. Let's go. Das war's schon? Oh, okay. Cool. Wir geben der Pflanze, was sie verdient und schalten ein Wriggler-Level frei. Über Stock und Stein. Okay, es ist wirklich ein Wriggler. Okay. Sind wir ready, guys? Let's go! Ich hoffe, der macht keinen Damage. Oh, wir können... Oh, wir sind strong auf jeden Fall dabei. Okay, wichtig. Das hole ich mir safe nicht. Boy, bitte nicht umrennen, Mr. Wiggler. Der kann mich nicht umrennen. Okay, gut zu wissen. Pschew! Lol, an der Decke einfach. Aber das kennt man schon aus dem Trailer leider. Aber trotzdem ist es cool. Lauf, 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 bitte. Jetzt oben. Let's go, da ist der Sieg. Das war actually knapper als gedacht. Für das erste Level, safe. Safe. Großartig, wir haben ein Wiggler-Rennen gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatisch Superpilz-Abzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Das heißt, wir kriegen einen Pilz am Anfang. Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schädlichen Zwecke verwenden. Ich habe jetzt mal den Charakter gewechselt. Wir kommen nämlich zu einem Level 4 der Schwierigkeit. Galoppertrops Stampede oder wie auch immer das heißt. Stampede, Entschuldigung. Stampede ist auch das gleiche. Das nächste Level, wir machen es diesmal mit Luigi. Wisst ihr eigentlich, wie Luigi ohne Mütze aussieht? Ganz genau so. Du möchtest nicht so langweilig aussehen wie Luigi? Oh no. Dann komm auf dem offiziellen K-Storm Shop vorbei und schau, was es dort alles Spaßiges gibt. Da wird jeder fündig. Selbst du, Luigi. Oh yeah. Erster Link in der Videobeschreibung. Okay, steppen wir nach hier unten und wir kriegen direkt einen Wonder Seed. Wonder Blume, sorry. Oh nee, was passiert denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Okay, aber das sollte machbar sein. Oh, P-Switch. No, 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 die Starcoin. Der erste Tod. Direkt mal das Item im Inventar genutzt. Oh, die bleiben eingespeichert, das wusste ich nicht. Okay. Oh nein, den P-Switch haben wir nicht, schade. Nein, 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 bitte. Nein! What the hell, Schwierigkeit mal 1000 einfach. Gewechselt. Wir kommen nämlich zu einem Level 4 der Schwierigkeit.
Aber diesmal machen wir es ganz schlau und nehmen es direkt mit. Okay, es geht weiter. Oh boy, wir müssen hier ganz schön fest sein. What the hell ist dieses Level schwer? Level 4 der Schwierigkeit. Okay, diesmal sind wir bedeutend schneller. Sehr, sehr wichtig. Da lassen wir uns treffen. Gar nicht gut. Da ist die Star-Coin, die wir verpasst haben. Wundervoll. Boy, 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 boy. Wundersam, haben wir. Aber uns fehlt eine Star-Coin. Nein. Wie soll ich da rechts durchkommen? Ich habe keine Ahnung. Nein, der hat den Fallschirm nicht gemacht. Schade. Ich muss das ganze Level nochmal für die Star-Coin machen. So muss das. Let's go. Abzeichentest. Klimmsprung 1. Abzeichentest. Wir kriegen dafür ein neues Abzeichen. Springe gegen die Wand und drücke dann B, um direkt nach oben zu springen. Okay, es ist also kein Walljump. Es ist ein, ich jump direkt nach oben. Da kriegen wir sogar einen Pilz für. Sehr schön. Aber eigentlich ganz cool. Gerade für diese Starcoin hier zum Beispiel. Boy, was ein King-Move von mir. Let's go. Okay, das Item, beziehungsweise der Orden oder wie auch immer wir es jetzt nennen, könnte extrem hilfreich sein. Let's go, so muss es. Yes. Ich liebe dieses Game so sehr. Und jeder von euch, der kein Like da lässt, ist wirklich einfach nur ein kleiner Gnom. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Vielleicht später. Ich finde das Fliegen eigentlich ganz nice. Was sich durch diese Röhre befindet, schauen wir uns jetzt direkt an. Es gibt noch einen Untergrund. Kampfparty Röhrenfelsarena. Interesting auf jeden Fall. Ich habe immer Bock, sowas Neues zu machen. Ist alles neu, aber trotzdem. Besiege alle Gegner. Was? Ich glaube, zwei Blumen sind besser. Los geht's. Euch ballern wir direkt weg. Euch hier oben auch. Und ihr zwei, ihr seid auch down. Let's go. Wichtig. Okay, einer noch. Bam. Haben wir alle. Let's go. Der hat sogar X in den Augen. Habt ihr es gesehen? Wie insane dieses Spiel. Okay, das geht auch noch. Noch einen. Da drüben. Wir machen noch eine Blume. Haben wir. Okay. Wie besiege ich die denn? Ah, die müssen sich einfach in den Tod rennen. Okay. Boah, wir waren gerade tot einfach. Ich habe es genau gesehen. Es ist der springende Typ. Egal, wir haben ja noch eine Blume drin. Ist gar kein Problem. Oh boy. Oh lol. No way, wir müssen das in der Zeit schaffen. Und damit haben wir es tatsächlich sehr, sehr knapp geschafft. Let's go, so muss das. Spike-Versteck im Senkrund. Halt, schauen wir uns beim nächsten Mal an, Guys. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mit Banjo-Kazooie ein Level in Mario Odyssey gespielt habe, checkt dieses Video aus. Und sonst lasst einfach ein Abo da. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.